den Orden gehört dir. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehorchen dir alle Pokémon des Level 60, auch wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und das hier sollst du auch haben. Die Team 27 Toxin. Ja, richtig. Wäre bei manchmal mir lieber gewesen. Hinter der Team 27 verbirgt sich eine Attacke, die seit 400 Jahren in einer Familie weitergegeben wird. Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Diese fürchterliche Attacke wird zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. So, und damit haben wir es, liebe Leute. Wir haben 6 Orden. Die Frage ist, wie weit komme ich jetzt in der... Komme ich schon so weit, dass ich... Was gucken gerade was? Ich muss mal gleich eben sehen, was gucken jetzt gleich. Wir machen nämlich noch weiter. Wir haben noch den Radweg oben. Den, so, gut. Damit haben wir das auch durch. So, damit haben wir, da fehlt jetzt noch der Radweg oben, links von Prismania City im Westen, genauso wie in Fluxania City, die Städte hier verbinden, das machen wir auf jeden Fall noch. So, dann gehen wir mal kurz was machen. Ich muss eigentlich mal kurz nach Prismania City. Ja, es lacht die ganze Zeit, das freut mich, dass es dir gefällt. So, dann haben wir, glaube ich, auch alle V1. So, den Himmelsritt mache ich noch. Weil wir... nochmal hier hoch müssen. Ich möchte kurz auf Route 23 mein nächstes Teammitglied fangen. Hoffe ich, dass ich das hinkriege. Dann holen wir uns die VM und dann holen wir uns die... Quatsch, dann holen wir uns den Blattschein und dann holen wir uns die... Und dann machen wir auf dem Radweg. So. Oh, ein Nidorina. Ein weibliches. Brauchen wir aber nicht. Wir haben ja schon unsere... Wir haben ja schon die Weiterentwicklung Nidorina. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, jetzt weiterkomme, weil eben komme ich nicht weiter. Ich habe es nämlich versucht, Ausbild zu machen. Ich hoffe es, dass ich jetzt irgendwie was weitermachen kann, weil sonst ist es doof, halt. Ja. Ich habe hier schon offscreen einige Trainer angequatscht. So. Geht noch da rum. Hier dürfen der Pokémon-Trainer passieren, die Besitzer 10 ordentlich sind. Oh, den hast du dir gerade geholt. Das ist schön, dann lass ich dich ziehen. Was haben wir hier jetzt gerade gekriegt? Kapsel, okay. Ja, Kapsel habe ich lange überlegt, was mit dem soll. Aber brauchen wir nicht. So, 5 goldene Himbeeren und an dem Trainer kommen wir nicht vorbei. Fangs kann ich hier oben weiter fangen. Das ist blöd, wir müssen eigentlich da doch für den nächsten Orden noch holen. Oh, das ist zum Kurzen. Das ist jetzt kein hohes Gras hier. Da sind das nur irgendwelche Blumen, die in der Mitte stehen. Scheiße, da muss ja doch noch einen Orden holen. Ich weiß, dass wir hier mittlerweile eigentlich noch relativ falsch sind. Du kommst bestimmt nicht. Du lässt mich bestimmt nicht durch, oder? Ich bestimmt nicht, dass ich. Du kommst lässt mich bestimmt nicht da hoch, oder? Oder bist du nur ein Trainer? Den ich jetzt gerade mal auslassen kann. Wenn ich jetzt an dem vorbeikommen könnte. Nein! Der lässt mich nicht. Der lässt mich nicht in Ruhe. Scheiße. Okay, das war jetzt blöd. Na gut, dann halt nicht, liebe Leute. Ach, schade. Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich da vorbeigekommen wäre. Geheime Technik im Himmelsritt. Okay, dann haben wir jetzt noch einiges zu tun. Schade, ich werde mich gerne hier weitergegangen. Da, wo ich jetzt stehe. Weil eigentlich aber hier hochgekommen jetzt. Allerdings müssen wir dann doch noch ein, zwei Orden haben. Schade. Weil da
Irgendwo auf der Route 23 ist mein nächstes Teammitglied. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, Fuxania City nochmal. Weil wir noch hoch müssen zu der... Aber wir kommen gar nicht hoch, ne? Ach, wir brauchen das Fahrrad noch. Ach, leck mich doch. Kann ich jetzt warten. Dann müssen wir nach Azuria City noch schnell hoch. Es ist passiert heute einiges. Aber das ist so ein Tag, ey. Na gut. Azuria City. So. So, dann müssen wir hier unten in diesen Laden. Ich hoffe, dass der uns jetzt was gibt. Ja. Hä? Kann ich ihn nicht kriechen? Okay, ich kann kein Fahrrad fahren? Ja. Du willst mich jetzt nicht ernsthaft. Ach toll. Ah, super. Du, dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das Fahrrad kriege. Nein, ich kriegst du das ja normalerweise per Gutschein. Dann muss ich das halt. Okay, liebe Leute, dann mache ich mir da mal meine Gedanken. Gut, dann machen wir. Ach, das ist zum Kotzen gerade, ne? Richtigen Himmelsblick. Ah, dann machen wir heute weiter mit der Fronia City. Dann machen wir uns auf, dann das Fronia City, weil dann kann man den nächsten Ort machen und dann hoffentlich auch bald unser Teammitglied. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache mir meine Gedanken oder ich gucke mal nach, wie das mit dem Fahrrad ist. Und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir machen heute weiter Safronia City. Ich guck mal gerade nach, wie das war mit dem Fahrrad. Pokémon Let's Go Evoli Fahrrad. Das Fahrrad haben wir nehmen. Gut, Nummer 2. Ach so, okay. Ja, gut. Okay, es gibt kein Fahrrad im Spiel. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich jetzt nicht tatsächlich, dass es kein Fahrrad im Spiel gibt. Und dann machen wir heute doch den Fahrradweg. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir heute ein bisschen nach Safronia City gehen, aber scheinbar dann doch nicht. Über den ehemaligen Radweg. Machen wir heute. Das heißt, wir gehen zurück nach Fuxania City. Ach, das ist jetzt gerade ist ein bisschen echt. Ah, ist ja wohl drin. Na gut. Gut, dann machen wir heute weiter. Die Frage ist, kann ich heute... Kann ich hier... Ich muss mal da... Mal hoch. Mal hier lang. Dann habe ich das mal hier heute weitermachen können. Gucken, wie es weitergeht. Der Pokémon-Weg, ab geht's, bergauf. Okay. Jetzt hat er einen Pokémon verbringen, okay, gut.
Gut, ja, dann können wir hier tatsächlich auch weiter. Ja, da habe ich fast erwartet, dass wir keine. Ist das wieder 17? Doch, ein Trainer. So gut, wie ich wieder aussieht, sollte meine Chancen nicht schlecht stehen. Lass es beim Kampf herausfinden. Den Heidi mit drei Pokémon. Fängt man dann wirklich an, okay. Ja, ne, alles gut. Das habe ich jetzt fast nicht aufgestellt. Das ist. Es gibt keinen Fall. Gut, dass ich das mal weiß. Ich wusste es vorher nicht. Gut, dann machen wir heute zurück nach Prismania City auf. Also die Route hier, Route 17 ist der Tipp. Das ist heute der Plan. So. Mudlow. Gegner sind jetzt nur noch Level, Anführungszeichen, nur noch Level 37. So, und jetzt kann ich noch mit dem Eisenschweif drauf gehen. Weil jetzt habe ich meine Attacke, die auch die Fee-Pokémon holen kann, dann ich eine Stahlattacke. Was? Da geht jetzt wohl Luna. Ja, wir brauchen noch Orden. Leider brauchen wir da Minimum noch einen Orden, um weiterzukommen im Spiel. Ich möchte nämlich gerne mir noch ein weiteres Pokémon fangen. Und dazu fehlt mir noch Minimum einen Orden. Eieiei, hör doch auf, wenn du bist. Ja, dann reicht Voluna gleich Level 41. Ja, Level 39 schon. So, Level 39 natürlich, klar. Parasaur reicht Level 16. So. Bist du ein gutes oder ein böses Kind? Ich vermute gutes Kind. Gentleman Tyler, du hast bestimmt so viele Cats, natürlich, weil die ja meistens Pokémon hier rausnehmen, diese Pokémon hier. So, Schlitzer. Ich weiß, dass es kein vier Pokémon ist. Ich wollte mit Eisenschweif drauf. Um nochmal ein bisschen die Verteidigung nehmen zu können. So, und dann hole ich mir ein bisschen Kapit zurück, mein Freund. So, dann kriegen wir noch einen Volltreffer raus. Schüsse in die Willikat. Hat er noch einen wichtigen Elf. Uiuiui, letzte Folge Koga. Wir haben jetzt 5 Orden in der Tasche. Oh, du hast noch einen Trainer. Pokémon. Das ist ein Kokowai. Gibt es denn hier keinen Fechtentypen mit einem niedlichen Pokémon im Schlepptau? Ich? Ich hab Evoli. Na gut, Mickey. Okay, okay. Dann hast du mindestens einen Kokowai. Und damit fängst du auch an. Und wir greifen mit der Quälzone an. Kokowai ist ein Typ Pflanzenpsycho. Und damit ist es auch sehr effektiv, also die Quälzone. So, Koko Ball ist besiegt. Und wir erreichen Level 44. Und dann möchte ich Biss lernen, ist mir aber egal. Du hast noch einen Bewohner. Okay. Ja, okay. Und da kriegen wir auch einen Rücksorger weg. Ohne Probleme eigentlich. Reicht. Ich packe ihn meist auch. Vom Level her zumindest.
nur mal so ein paar KP zurück. Das kann von mir. Na gut, das kann meins ja auch. Also. Und nochmal. Einen Absauger, ja. Blub, 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 blub. Saug, 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 saug. Und Melonen Kraut. Raichu reicht Level 41. Karas reicht Level 17. Und das ist so ein Stami. Stami ist bestimmt was Gutes für Raichu. Komm, Raichu, damit du auch noch ein bisschen was tun kannst. So. Donnerschlag. Tschüss, Stami. Mit einem One-Hit kriege ich einen Stami auf Down. Aber das scheint man dann doch nicht. Dann nochmal so, nochmal. Der Tanne reicht Level 13. So. Gut. Dann haben wir hier oben noch ein. Trigaria, also Winona wird es wahrscheinlich richten müssen. Es kann nicht schaden, mal ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Schönheit Evelyn. Ja, mit einem Trigaria und zwar nur eine Trigaria, okay. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Jawohl, das reicht. Sehr schön. So, die ist besiegt. Gibt jetzt dafür drei Pokébälle. Dann habe ich hier noch ein Item, was ich nehmen möchte. Ein Nugget. Ich glaube, ich habe schon eins. Ja. Es läuft immer noch so ein bisschen im Hintergrund die Musik damals mit dem Fahrrad. So, hier haben wir noch einen Ass-Trainer. Und da haben wir noch einen Typen mit einem Rasas. Ein Punker. Okay. So, fast durch mit der Route schon. Okay. Wir haben noch 12 Minuten, das gerade geschafft. Rasas, wie gehe ich mit Rasas um? Hilfe. Ach, Raichu, versuchen wir es. Evoli ist mir zu. Ja, gut, Evoli, kannst du mit der Quälzone probieren. Ach komm, wisst ihr was? Wir haben Nidoking. Wir nehmen Nidoking einfach ins Team. Weil. Es hat noch volle KP. Und dann brauche ich nicht einmal, brauche ich jetzt 10 mal die KP hochhalten. Sei ein Rebell! Danke, Hajo. Ich hätte mir das auch zu wenig gekriegt, wenn er alleine geht. Dann geht's los mit dem Feuerschlag. Dich, Münchens Rasa. Dann zeigst du mir jetzt, was du noch als nächstes hast, okay? Georob. Durchbruch. Ja. Gut, dass ich nicht mit dem Schaufel durchgegangen bin. Ich weiß, dass es effektiv ist. Das kann aber reichen. Okay. Dann gehst du noch einen drauf. Dann gehe ich down und das Rasa kriegt auch die nächste Attacke drauf. Das Rasa weiß ich, dass du es noch hast. Habe ich das Nidoking es schafft, das Rasa. Okay, das Rasa zu holen. Scheinbar nicht. Ah, das wird die Bewegung so abgekaut. Fast sogar. Es hat sogar fast mit dem Durchbruch gereicht. Aber er macht einen Fehler. Er macht den scheiß Fehler.
Er sitzt auf. Anstatt einen normalen Kampfattacke einsetzt, sitzt er auf Rückkehrtwinde. Kehrtwinde ist sicher sehr effektiv und damit war's das. Er zeigt uns einen Fehler und gibt beim Nidoking den Sieg. Sehr gut. So, habe ich hier oben noch irgendwo was übersehen, was ich nicht brauche? Ich hätte erwartet, dass hier noch ein Trainer steht. Ich weiß, dass da unten noch ein Nas-Trainer steht. Ach, da oben steht noch jemand. Oh, ein Schiller. Die haben wir noch gar nicht. Eins, zwei, drei. Aber dieses Binde möchte nicht gerne im Pokéball bleiben. Ich möchte das aber gerne haben, weil es ein besonderes Bonita ist. Es ist nämlich ein winziges. Okay, der zweite Ball, der macht es dann am Ende noch ein bisschen fetter. Dann reicht er mit 15. Und wir haben mit Bonita den nächsten Eintrag an der Tasche. Was hast du, ein Schiller? Da oben steht noch einer mit dem... Okay. Dann muss ich mal kurz was umsetzen. Also Hypertrick auf jeden Fall reinhauen. Das Schiller, da kümmert sich auf jeden Fall Raichu drum. Und das Flamara, was da oben ist, wird wahrscheinlich von Nidoking und... Ich glaube, ich hatte schon mal einen ne, hatte ich einen Flamara als Gegner? Doch, Flamara hat schon Gegner, ne? War das nicht auf der komischen Route da? Fuxania City? 12, 13, 14... So, dann, was habe ich jetzt gesagt? Das ist jetzt ein. Raichu, okay. Raichu ist noch, ja. So, hier haben wir noch einen. Es gibt kein niedriges Pokémon, das meint, ist bereit, dich dieser Tatsache zu stellen. Mach, mir ist es egal. So. Dann haben wir noch einen Schiller. Als Gegner. Dafür kriegst du einen Donnerschlag ab. Oh, sogar fast. Surfer? Ja. Ist noch einer? Okay, er hat drei Pokémon. Ich dachte jetzt, naja, sagt er mein Pokémon. Das heißt, ich hätte jetzt erwartet, okay, der Chillock ist das Einzige, was er noch in der Tasche hat. Blubsauge! So. Nochmal ran. So, ein paar KP hole ich mir jetzt auch noch zurück von dir. Reicht Level 19. Daraus möchte ich Schlitzer lernen. Ich weiß gar nicht, wann er sich von Para sich entwickelt. Ich vermute, dass es auch irgendwo in den Dreh rum ist. Um 23, 24 rum ist. So, wir haben noch Magneton. Magneton ist für Nidoking eigentlich sowas von geschaffen. Nidoking wird ja auch den nächsten Trainer dann besiegen. Ich weiß, dass unten noch ein Askena ist. Das ist mir schon klar. Ich werde ihn auch noch holen. Also ich erst wieder der Elite gegen. So, erstmal runter in die Erde mit dir. Dann haben wir dieses Nidoking auch schon wieder down. Das wird auf jeden Fall Fliegkanone gehen. Dann müsste es Level 43 dann also. So, tschüss. Ja, Level 43 für Nidoking. So, Retter erreicht Level 16. Retter muss ich Dunkelnebel zu lernen, okay. So.
oben ist auch noch ein Blitzer. Und ein Aquana. Also die haben jetzt tatsächlich hier alle drei Entwicklungen von Evoli nochmal. Und da oben steht auch noch ein Trainer. Oh Gott, was sind denn da für... Was ist denn heute los? Okay, Blitzer kriegt der so ein Nidoking ab. Oh, ich glaube, ich habe nicht gewechselt. Ich habe das Wechselfeuer vergessen. Scheiße. Ja, gut, okay. Nee, alles gut. Ich habe einen Fehler. Das war mein Dummheit. Meine Trainer. So, erstmal der Wechsel, weil was soll ein Blitzer gegen Nidoking groß machen? Ich kann jetzt gar nicht viel machen. Gut, es kann Nadel anfangen. Ich bin sowieso nichts, weil es ein Kiffattacke ist und Kiffattacken sind nämlich eigentlich nicht so wirklich effektiv. Viermal Tristan, okay. Jetzt hat natürlich eine sehr hohe Init. Also Initiative. Du bleibst bei deinem. Ja gut, kannst du nichts anderes machen, ne? Du hast sonst nur Elektroattacken und Elektroattacken sind nicht eigentlich so gut wie gar nicht effektiv. Ja, das okay, das ist okay. Dann ist dieses Blitzartsbau-Geschichte. So, dann kann ich jetzt, weil ich Raichu vorne habe, mal auf das Aquana gehen. Na, wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Ich muss mal die Uhr gucken. Ich mach danach noch inzwischen. Ich wäre jetzt die zweite anderthalb Stunden zwischen, die ich jetzt mache. Und ich habe gerade so Bock auf das Spiel. Ja, dann machen wir noch ein bisschen. So, erstmal diesen Aquana down. Ah, ja, oh, der Ruckzuck-Kick, der wird sich aber jetzt richten. So, tschüss. Und das nächste Nidoking macht jetzt dann auf Flamara down. So. Flamara dort. Übrig. Das bist du. Zeig mal deine Pokémon her. Komm schon. Göre Cosima. Komm aber ab. So, da bekommst du. Safe den Schaufler drauf. Okay, ich darf sogar anfangen. Ja, die wollen können nichts machen. Ja, welche sind eure Lieblingsentwicklung von Evoli? Meine ist tatsächlich, also wenn man auf alle Evoli-Entwicklungen geht, Psyana. Ansonsten bin ich bei Blitzer. So, Paras erreicht Level 20, Rettern erreicht Level 17. Und diese Göre Cosima ist down. Gut. Dann fehlen uns, glaube ich, noch zwei Trainer. Wenn das überhaupt ein Trainer ist, da oben. Ist es. Ist noch Tanker da oben? Okay. Das ist aber ein tolles Pokémon, das auf dir sitzt. Lass mal von Namen sehen. Kepa Irek. Mentor. Ach, scheiße, ja, ich hab wieder nicht gewechselt. Ja, ich hab wieder mit dem Mentor gegangen. Schon fertig, oder? Weg, Anton? Frage ist, was hast du danach noch? Noch ein Anton. So, dann ist Raichu die richtige Wahl. Wahrscheinlich gegen dieses Cent.
Und Level 42 für Raichu. Gut, der Kämpfer ist besiegt. Und dann sind wir durch, liebe Leute. Dann sammeln wir auch schon die Items ein. Ich weiß, den Astrid, den möchte ich unbedingt. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Da ich sehe die ganzen. Sehe die Punker da oben schon rumstehen. Die wollen wahrscheinlich auch noch irgendwas von uns. Und dann machen wir so kurz immer runter auf die Route 17. Ich habe gesagt, diesen einen Trainer noch nicht bekämpft. Ich wollte mich erst noch die Dressischen nehmen. So, Supertrank. Okay, dann können wir Supertrank einsetzen. Dann brauchen wir natürlich keine Kühlübertränke verschwinden. Gegen dich, Raichu, für dich, Raichu. So, bei dem weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was auf mich zukommt. Bei den meisten ist es klar, aber bei dem jetzt, ich habe schon besiegt. Natürlich, du geierst immer noch hier rum, Baby. Und ich habe schon besiegt. Und ich habe ja schon gefangen. Noch ein Dodo, okay. So. Items mitnehmen. Ein Elixier. Kann man immer mal gebrauchen. Ich habe auch schon besiegt. Und dann schießt du hier unten. Okay. Auf dem Pokémon-Weg kann man sich echt gut entspannen. Was? Oh, Entschuldigung, bin nur weggedüst. Ich bin ein Trainer-Coach. Willst du einfach gegen mich kämpfen? Na schön, dann mal los. Ja, gerne. Möchte ich mitnehmen. So, ich muss was zu trinken mitnehmen. Ja, ist Douglas und setzt als erstes einen Eevee-Tag ein. Ich habe immer noch keine Möglichkeit, irgendwie eine Gesteinsattacke was zu machen. Aber trotzdem ist es. Mein Nidoking müsste mit dem Eevee-Tag weg fertig werden. Müsste. Das Viech kann Schlagbohrer. Na gut, dann ist Raichu jetzt auch nicht die richtige Wahl. Gut, dann gehen wir weiter drauf auf. Feuerschlag, bitte in links. Volltreffer. So, dann mal kurz Heilo. Wieder weg. Schnell durchgehen. Hier wird wahrscheinlich wieder mit Schlagbohrer kommen. Ich glaube, der hat gerade drei, ne? Der hat bestimmt drei jetzt. Ja. Okay. Ah, ja, Alter. Das ist das erste Pokémon von ihm. Macht mir schon wieder Sorgen. Wird aber nicht reichen, das komplett zu heilen. Ja, du kleine Sitz Vorstapel ein, das bringt mir auch. Alles andere macht ja auch keinen Sinn jetzt. Der Paras wird sowieso voll weggeholt von die Bitak. Ja, versuche jetzt gerade nochmal. Ich will Raichu. Das wegholen. Ja, das Problem, mir fehlt noch ein Pflanzen-Pokémon. Ich finde immer noch mein Wasser-Pokémon. Mir fehlt immer noch mein Pflanzen-Pokémon. Ich kann auch nicht viel machen. So. Nur noch zwei Teammitglieder. Und das ist halt das Problem. So, auf jeden Fall ist dieses Siebelang schon mal Geschichte. So, Bibor. Bestimmt auch irgendwas in der Richtung. Was der bestimmt auch wieder. Der kann bestimmt auch Schlagbohrer. Gut, dann hätte ich wieder Kraft, das wäre cool. Dann könnte ich mal Minoking beibringen. Ich vermute, ich hoffe, dass es die VM ist. Ich hab mir als letztes noch ein Rizaros. Das wird sogar schon nicht überleben, oder? Ja, natürlich. Das brennt zumindest schon mal. Und es verfehlt. Ich vermute, dass er nur Rizaros das letzte hat. Rizaros, Nidoking, irgendwie so in die Richtung. So, was hast du da bei dir jetzt? 45. Jedenfalls für Evoli. So ein Dharma. Du
Sorge. So. Ja, das wird wahrscheinlich auch schlafen. Ha! Der Schlagbohrer bringt dir mit 0. Weil dann, sehr wahrscheinlich kriege ich die VM jetzt. Na, TM. Sehr gut. So. Gut, dann ist es down. So. Ah, das hat den Spaß gemacht. Ja, damit kannst du mich schon was anfangen. Ja, Tim 58, Schlagbohrer. Mit einer hohen Volltrefferquote. Gut. Vielleicht suchen wir den Looking Ball für Schaufler. Und die Box. Kann ich sortieren? Nummer. So, Biegersalat, Schlagbohrer da unten ist es. Ja, Lambda. Aber auch das einzige Pokémon, was ich kann. So, und damit erstmal den Schaufler weg. Die kriegen den Schaufler gehabt und Schlagbohrer gelernt. Gut, sehr gut. Dann haben wir das auch durch. Ja, das ist halt, macht gerade am meisten Sinn. Weil. Mit einer Volltrefferquote, mit einem Boden-Pokémon, dann hast du schon mal noch nicht einen Angriff.